Hallihallo, Hallöle und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Moka und wir spielen weiter unsere FIFA-Saison mit dem SC Paderborn. Road to Liga 2, kann man so sagen. Mit dem Spiel gegen Carl Zeiss Jena. Die Mannschaftsaufstellung haben wir ja noch nicht geändert, das werden wir aber jetzt nochmal machen. Zolonski hat mir sehr gut gefallen, der da von Anfang an. Und Herzbruch dafür Collins. Ich habe ja in der letzten Folge schon nachgeguckt. Ich nehme diese Folge am selben Tag übrigens auf, wo Carl Zeiss Jena steht. Deswegen ist mir jetzt noch so präsent. Die sind 18. Mit 15 Toren und 21 Gegentoren. Also der Sturm ist schon relativ effektiv. Und wir lesen hier mal durch, was FIFA als Vorschau gegen für dieses Spiel schreibt. Jetzt müssen wir erst das Video gucken. Das hätten sich FIFA auch sparen können teilweise. Zwei Mannschaften von den beiden unterschiedlichen Enden der Tabelle treffen im Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und SC Paderborn aufeinander. Auch wenn der SC Paderborn eindeutig die besseren Saison spielt als der Gegner, hat Carl Zeiss Jena heute die Möglichkeit, den Fans ein Geschenk zu machen und mit einem Sieg in der Tabelle nach oben zu rücken. Die SC Paderborn-Fans sind angesichts der jüngsten Erfolgsserie völlig euphorisch und erwarten heute sicher einen weiteren Sieg ihrer Mannschaft. Im Moment sind wir wirklich in Topform, sagt auch Trainer K. Und ich glaube fest daran, dass wir heute nochmal einen draufsetzen können. Marc Zimmermann, Carl Zeiss Jena, muss heute wirklich alles daran setzen, mit seiner Mannschaft den Knoten zu lösen und mal zur Abwechslung wieder 3 Punkte einzufahren. Bla 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 bla, vorsichtig einstellen. Das interessiert uns alles nicht und wir starten mal das Spiel. Ja, ich habe ja gestern im Video gestern, also eigentlich vorhin, mit euch darüber über das Sommerfest gesprochen in Bordfeld. Wenn das Video veröffentlicht wird, läuft das ja gerade. Und ich tippe so ab 17:30, 18 Uhr bin ich auch da. Und vielleicht kann man ja mit einem ein oder anderen von euch quatschen, das wäre schon schön. Wir gucken natürlich noch wieder die Aufstellung von Carl Zeiss Jena an. Wir spielen ja in Timmy Thiele, Panewitz, den ehemaligen Bundesligaspieler, das Riesentalent. Ansonsten sind es wieder halbwegs Unbekannte für mich. Herzbruch geht jetzt direkt über die linke Seite. Und Elfmeter in der zweiten Minute. Kevin Panewitz kommt zu spät. Ich habe auch gelesen, der ist vollkommen unfit jetzt in die Vorbereitung gegangen. Gucken wir mal nach dem Schützen, aber ich glaube, das bleibt bei Michel. Und da schießt er das 1 zu 0. Der Torjubel. Ich muss nochmal nachgucken, ob ich überhaupt Ton aufnehme, weil sonst dürfte ich jetzt die Aufnahme abbrechen und es nochmal von vorne machen. Aber es läuft alles. Ah, und Salma, der hat seine Ausbildung zumindest bei Eintracht Braunschweig gemacht. Daher sagt mir zumindest der Name was, auch wenn ich ihn, glaube ich, nie spielen habe sehen. So, Eckhardt über Günther Schmidt. Timmy Thiele jetzt am Ball. Abstoß
meilenweit drüber. Aber wie schon die Tabelle gesagt hat, offensiv sind die gar nicht so schlecht. Das Mittelfeld lässt sich recht simpel überspielen. Offensiv, da läuft was bei denen. Herzbruch nimmt ein bisschen Tempo aus dem Spiel. Oh, und Adel. Mit dem Sprechen ist es heute nicht so. Bei mir Ajesh mit der Chance. Vielleicht etwas überhastet abgeschlossen. Thiele geht an Böder vorbei auf der linken Seite. Aber unser Torwart Kracic hat den Ball. Strodig auf Böder. Jetzt Zulonski, der letztes Spiel nach seiner Einwechslung ein perfektes Spiel gemacht hat und Mané bleibt hängen. Es geht wieder über Ajesh. Ah, und selber vor Michel. Mané mit dem Kopfball, aber Conchor oder wie der heißt, das weiß ich leider nicht. Fängt ihn ab. Foul von Krause müsste es gewesen sein. Ja, von Krause. Und Mané jetzt über die Außen. Hinten steht natürlich noch die Abwehrreihe. Er nimmt Tempo raus, legt ihn auf Ritter. Und Ajesh aus der zweiten Reihe und Tor. Sehr, sehr schön. Der Eckfahnenjubel. Mané mit einer erneuten Vorlage. Nein, das war nicht Mané, das war Ritter. Ich weiß es nicht genau. Wir können ja in der Halbzeit nachgucken, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. Drittes Tor für Ajesh in dieser Saison. 2 zu 0 standesgemäß. Ein Eckball. Ajesh muss den eigentlich klären, macht er nicht. Aber der Schuss von Günther Schmidt. Was ein Schuss von Ritter, aber und das sah aus wie eingeübt. Und Mané mit dem Tänzchen 3 zu 0 nach 30 Minuten. Ritter auf Michel, der legt den einfach knallhart am Keeper vorbei. Sehr, sehr schön. Ich habe heute mal meine Kamera umgedreht, dass ihr hier auch mein schönes Eintracht Braunschweig bzw. nur Braunschweig Cap lesen könnt. Also wir werden definitiv in diesem Spiel Traumpasta von Carl Zeiss.
Wir werden definitiv die Spieler einsetzen, die auf unserer Bank sitzen, die sonst jetzt nicht so viele Einsätze bekommen. Krause setzt sich da durch. Ajesh direkt mit der Flanke, aber. Der Ball wurde von Mühl, könnte das gewesen sein, auf Zulonski. Nee, nicht Mühl, Strodig war es dann. Gelegt. Ritter über links, rechts, sorry. Wofür gibt es da Freistoß? Ist Michel nochmal hingefallen und hat wen mitgenommen? Man weiß es nicht. Göder fängt ganz sicher den Ball ab. Strohdig auf Herzbruch. Der auf Ritter. Aber Ajesh verliert den Ball. Ganz sicher geklärt. Und Böder jetzt über links, der versucht Zulonski zu schicken. Was auch hervorragend gelingt. Michel wollte den Ball ablegen. Hat aber nicht geklappt. Eine dominante erste Halbzeit. Natürlich war auch Glück dabei, dass wir nach anderthalb Minuten den Elfmeter bekommen haben, den Michel souverän in die von ihm aus linke Ecke, linke obere Hälfte geschossen hat. Gucken mal, wen wir auf der Bank haben, der sonst nicht so viel eingesetzt wird. Das ist Bertels und das ist Itter. Und wisst ihr was? Die werden jetzt direkt eingewechselt, dass sie auch mal ihre Einsatzzeiten bekommen. Den Einwechsel heben wir uns natürlich auf, falls es zu Verletzungen etc. kommt. Panewitz verliert den Ball an Krause. Ritter auf Zulonski. Und Bertels, der Versuch des Kopfballs, Versuch auf Flanke auf Bertels, aber das war nichts. Wieder Zulonski, aber groß, cross, wie auch immer, fängt ihn sicher ab. Timmy Thiele auf Günther Schmidt. Zu weit, der Keeper kann ihn souverän fangen. Schneller Ball auf Bertels. Aber der nimmt Tempo raus auf. Eieiei. Riskante Pässe. Itta versucht sich da mit den Pässen, mit den riskanten Pässen, vermeintlich in den Vordergrund des Trainers Mokka zu spielen. Bertels Tor. Vier zu null. Dieses Spiel gewinnen wir ohne Probleme. Traumhaft sicher. Wenn ihr da was im Hintergrund hört, das ist meine Tochter, die gerade wieder aufgewacht ist.
Das sieht vielversprechend aus. Da kommt der Schuss. Mané verliert den Ball. Weiter mit dem Vorteil. Ball, schöner Pass. Zurückgespielt in einer brenzligen Situation, aber ganz souverän. Unsere einzige Aufgabe wird es jetzt noch sein, zu Null zu spielen. Aber bei solchen Schüssen wird das nicht das Problem sein. Aber ich sollte Kaiserslautern nicht zu Schüssen kommen lassen. Nicht zu viel riskieren hinten. Sondern souverän durchspielen. Jetzt kommt Mauer über links. Günther Schmidt mit dem Schuss. Was wir gleich noch nachgucken können, ist, jetzt müsste ja unser Pokalgegner stehen. Als wir das letzte Mal geguckt haben, stand er ja noch nicht. Gegen wen wir gehen müssen. Jetzt kommt der letzte Wechsel. Michel geht runter für Philipp Tietz. Ritter wieder auf Zulonski. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Bertels souverän den Ball zurückerobert. Bertels mit dem zweiten Tor. Unglaublich. 5:0. Wo soll das alles noch hinführen? Eine Demontage von Carl Zeiss Jena. Bertels mit dem Doppelpack, der sonst nicht viel spielt. Pascal Itter den Ball souverän erobert. Strohdiek auf Krause. Ritter probiert, bleibt aber an dem auf den Knien liegenden, sitzenden, wie auch immer, Mané hängen. Rückpass zum Torwart, der sofort wieder zu Itter. Krause. Sehr schön gespielt. Zulonski probiert's. Mané auch aus 20 Metern, gut 20 Metern, aber der geht daneben. 5:0. Das Spiel ist seit der ersten Halbzeit entschieden. Wie gesagt, es geht eigentlich für uns nur noch darum, eventuell noch ein Tor zu schießen und... Also es geht für uns nur noch um die Tordifferenz. Bestenfalls keinen mehr zu kassieren. Also kein Kassieren will ich auf einen kassieren will ich auf gar keinen Fall. Aber bestenfalls noch einen schießen, sagen wir es so. Souverän zurückgekopft zum Torwart.
Da muss der Schiedsrichter meiner Meinung nach auch gar nicht nachspielen lassen. Da hatten wir nochmal Glück. Das war eine bärenstarke Chance von Carl Zeiss Jena von Maurer. War schlecht verteidigt, muss natürlich dazu gesagt werden, aber der souveräne Sieg. Die Heimfans sind entsetzt von so einer Leistung. Gelbe Karte, Panewitz in der zweiten Minute. Michel macht das Tor in der zweiten Minute. Dann gehen wir jetzt wieder zur Liga. Hansa Rostock hat verloren gegen Unterhaching. Karlsruhe hat souverän gewonnen gegen Magdeburg. Sind weiterhin an der Spitze, gefolgt von Paderborn. Dann kommt der Abstand. Unsere Ziele sind gefährdet, der finanzielle Wachstum. Ja, wenn wir den Aufstieg wollen, was ja unser Ziel ist, unser Selbstgesetz, dann wird das mit dem finanziellen Wachstum. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ja Kosten einsparen. Spielergehälter und so, dann wird das sehr, sehr schwer. Wird meiner Meinung nach nichts. Dafür müssen wir halt andere Ziele erreichen. Wir gucken jetzt ins Büro, beziehungsweise in den Kalender, gegen wen das Pokalspiel ist. Es steht immer noch nicht fest. Mein Gott. Oder bin ich gar nicht für den Pokal qualifiziert? Das glaube ich natürlich nicht. Pressekonferenz beziehungsweise der Jugendscout hat volle Arbeit geleistet. Zuerst machen wir mal die Pressekonferenz. Ich lobe die gesamte Mannschaft für die Leistung in den letzten Spielen. Wir gucken uns die Jugendmannschaften an. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns das Update an. Den lasse ich mal weiter beobachten. Den lehne ich ab. Den lehne ich ab. Den lasse ich noch mal weiter beobachten. Den lehne ich definitiv ab. Den verpflichte ich direkt und den lehne ich ab. Also Winter und Lang lasse ich erstmal weiter beobachten. Gegen den VfL Osnabrück, wir gucken mal, wo sie in der Tabelle stehen. Das müsste. Die sind auch hinten drin. Ich dachte, das ist gefestigtes Mittelfeld. Carl Zeiss Jena durch die 5 Tore jetzt mit den meisten Gegentoren in der Liga. Meppen weiterhin mit einem Sieg, aber schon 7 Unentschieden. Ich glaube, wir haben ja damals gegen die auch Unentschieden gespielt. Ich würde sagen, die Mannschaft bleibt jetzt erstmal so, wie sie steht. Beziehungsweise einen Wechsel ziehe ich durch. Schonlau kommt mal wieder für Strohdig. Die beiden sollten sich eigentlich regelmäßig abwechseln. So, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Dislike. Also bewertet das Video. Falls ihr Kritik habt, schreibt es in die Kommentare. Nur mit Kritik kann man besser werden. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Mucka. Ciao.